Einen wunderschönen guten Morgen nochmal zusammen und herzlich willkommen zum Expertentalk. Heute begrüßen wir Dirk Oliver Lange mit Menschlichkeit in der Führung als Gast. Ja, Dirk Oliver Lange ist Mentalcoach, Keynote-Speaker, Werbefachmann und Unternehmer. Als Gründer und CEO der Human Leadership Akademie weiß er, wie wichtig Menschen ohne Maske für erfolgreiche Führung und Unternehmertum sind. Da für Dirk Oliver die Basis wirtschaftlichen und persönlichen Erfolgs in der Menschlichkeit liegt, initiiert er eine Herzensmenschen-Community, der sich immer mehr Menschen auch anschließen. Im Zuge eines stetigen Wandels verändert sich auch Führung. Warum Menschlichkeit in der Führung immer mehr an Bedeutung gewinnt und wie es gelingt, menschliche Führung im Businessalltag erlebbar zu machen, darüber sprechen wir heute. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Dirk Oliver. Ich freue mich total auf unseren Austausch heute. Ja, guten Morgen auch von mir und ich freue mich auch ganz arg nachher auf den Austausch mit den Zuhörern und eine für mich der elementarsten Fragen ist nach wie vor, wie konnte Führung so lange funktionieren ohne die entsprechende Menschlichkeit in der Führung? Da werden wir uns heute drüber unterhalten und ich habe da auch wieder ganz interessante Sachen jetzt noch gehört. Ich bin jetzt hier gleich auf einer Veranstaltung gewesen, vorgestern schon, und da erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr von. Ja, ich bin schon sehr gespannt, sehr, sehr gerne. Und es sind ja zwei ganz große Begriffe im Grunde, über die wir heute sprechen wollen. Auf der einen Seite Menschlichkeit und auf der anderen Seite Führung. Ich bin gespannt, wie wir das in die Zeit hineinbekommen. Und ja, die erste Frage, die ich dir gerne stellen möchte, ist, inwiefern ist denn nun Menschlichkeit in der Führung für den Erfolg eines Unternehmens relevant? Das ist enorm relevant und war es auch immer. Deswegen sage ich ja, wundert es mich, dass es so lange mit der Führung funktioniert hat in Unternehmen, teilweise ohne diese Menschlichkeit. Denn vielleicht sollten wir einfach mal ganz kurz mit der Definition von Menschlichkeit beginnen. Das ist letztendlich das. Und wenn wir jetzt mal von allem, was wir gelernt haben, weggehen und was wir so für Vorstellungen haben und einfach mal jeder für sich in sich reinhört, was ist mir denn ganz persönlich im Leben wichtig, dann sind es Dinge wie gesehen zu werden, gehört zu werden, miteinander zu sprechen, füreinander da zu sein, höflich zu sein und so weiter und so fort. Und diese Dinge, sage ich mal, diese Werte in der Führung kosten interessanterweise überhaupt kein Geld, haben aber einen hohen Nutzen, denn ein Unternehmen lebt nun mal von der Identifikation der Führungspersönlichkeiten und der Mitarbeiter von dem Unternehmen. Denn was kann man sich Schöneres wünschen, als ein Unternehmen zu haben, wo die Mitarbeiter draußen herumlaufen und sagen, ich arbeite bei dem besten Arbeitgeber, den man sich wünschen kann. Nicht, weil sie das erzählen müssen, sondern weil sie einfach total davon überzeugt sind und sich so sehr mit dem Unternehmen identifizieren, einfach nur dadurch, weil sie dort als Mensch gesehen werden. Ja, vielen, vielen lieben Dank für diese erste Annäherung und Definition von Menschlichkeit. Und du sagst, Identifikation ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und wenn wir jetzt die Definition von Menschlichkeit haben und es geht um die Identifikation auch, wodurch genau lässt sich denn diese Menschlichkeit in der Führung auch kennzeichnen? Geht es darum, dass die Führungskraft dann eben zum Beispiel den Mitarbeiter sieht, hört, für ihn da ist? Hat er denn überhaupt auch Zeit dafür? Was macht denn das Ganze in dieser Höchstgeschwindigkeit sozusagen auch aus, in der wir uns ja massiv auch bewegen? Ja, in der Tat. Also wie gesagt, ich kann hier mal einen ganz kleinen Schwenk machen. Ich war als Gast bei so einer Panel-Diskussion, wo verschiedene Führungspersönlichkeiten von namhaften Unternehmen waren, ohne jetzt mal Namen zu nennen, und auch Konzernen. Und zwar ging es um das Thema Führung nach der Pandemie, und ich bin einfach immer wieder erschrocken, was ich dort höre.
wo ich denke, ich bin irgendwie in der Zeitmaschine, wenn wirklich dort verantwortungsvolle Führungspersönlichkeiten sagen, ja, wir werden jetzt darauf achten, dass wir den Menschen sehen oder unsere Mitarbeiter sehen und oder dass wir ihnen zuhören oder also wirklich Soft Skills, die ich seit über 2 Jahrzehnten in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden praktiziere und wo es mich dann immer total wundert, dass das jetzt als etwas Revolutionäres oder die große Erkenntnis nach der Pandemie verkauft wird, den Mensch in den Mittelpunkt zu stellen und mit ganz einfachen, fast schon banalen Dingen, wie gesagt, den Menschen zu sehen, den Mitarbeiter zu sehen, ihn das auch merken zu lassen, mit ihm auch zu kommunizieren. Und für mich gelten dort einfach auch nicht diese, ja, fast schon Ausreden von Konzernen, wo es heißt, ja, wir müssen aber erstmal Prozesse entwickeln und dies und jenes. Nein, jemand zu sehen, jemand anzusehen, jemand ein Lächeln zu schenken, ein paar nette Worte zu sagen, das kann mir niemand sagen, dass ich dafür erstmal einen Prozess entwickeln muss, um das Ganze dann zu praktizieren, sondern da heißt es, seid doch einfach wieder menschlich und macht das doch einfach. Ja, total spannend, wenn eine eigentlich Selbstverständlichkeit irgendwie zum Skill wird, oder? Also zum Skill, was man sich vielleicht erst erlernen oder bewusst nochmal wahrnehmen und drauf schauen darf. Das finde ich hochspannend, was du sagst. Und ja, du hast jetzt auch von Identifikation ja gesprochen gehabt und gerade eben auch in deinem Werk Jammerlappen Express, da geht es ja auch darum, dass Menschen eben häufig in ihrem Alltag einfach ja jammern, verschiedene Dinge aus der negativen Perspektive sehen, Unzufriedenheit verspüren. Und das hat ja auch ganz viel mit Identifikation und auch in Unternehmen zu tun. Darauf gehst du ja auch in deinem Werk ein, auf das Thema Führung. Welche Unternehmensmythen begegnen dir denn am häufigsten und was hat das Ganze eben mit dieser Identifikation mit Führung und so weiter auch im Detail zu tun? Ja, das ist schon blub nochmal. Das Interessante ist ein Mythos und man darf hier mal beachten, dass mein Buch ja 2016 schon erschienen ist und sich jetzt also mehr als bewahrheitet von dem, was da drin steht. Eine ganz kleine Passage. Eine gute Führungskultur hängt nie von der Größe eines Unternehmens ab. Lediglich die Umsetzung unterscheidet sich in der Willenskraft. Das Top-Management deutscher Unternehmen scheut die Umsetzung guter Personalführung und meidet Maßnahmen zur Entwicklung und Überprüfung eigener Führungskompetenzen. Das ist kein schlauer Satz von mir gewesen, sondern das ist das Ergebnis einer Studie der Hochschule Osnabrück gewesen, und zwar schon aus dem Jahre 2011. Und wenn ich das jetzt mal auf die heutige Zeit rüberziehe und mir anschaue, wie oft ich das gehört habe, welche, ach, sagen wir mal, Probleme in Anführungsstrichen Führungskräfte haben oder hatten, weil es sind wirklich für mich Führungskräfte in dem Fall und nicht Führungspersönlichkeiten. Und zwar damit Probleme haben, dass sie Vertrauen in ihre Mitarbeiter und Vertrauen in die Menschen haben. Dann frage ich mich, wann hat diese Führungskraft das letzte Mal sich persönlich weiterentwickelt, wenn durch die Pandemie für ihn wirklich herausgekommen ist, ich habe da ein ganz großes Problem, meinen Mitarbeiter zum Vertrauen. Und ich glaube, wir müssen einfach sehr genau hinschauen, wo die Ansätze sind. Denn wenn solche Positionen in den Führungen sitzen, dann hat dieses Unternehmen ganz klar ein Problem. Und da muss man angehen und da sollte auch jede Führungskraft selber bei sich anfangen und mal seinen Status quo überprüfen, das Ego ganz, ganz weit nach hinten schieben und sagen, ich habe hier Nachholbedarf und ich werde mich jetzt hier persönlich in der Führung weiterentwickeln.
Ja, und Stichwort Vertrauen hast du jetzt gebracht. Das ist ja, scheint ja auch wirklich ein Dauerbrenner zu sein. Und gerade weil du vorhin auch gesagt hast, die Zeit nach der Pandemie, also gerade auch Führung verändert sich ja stetig und jetzt auch durch diese ganzen Entwicklungen in den letzten 2 Jahren etwa, hat sich ja auch einiges getan. Und gerade dieses Thema Homeoffice war ja vorher schon auf dem Tisch. Viele Menschen haben das als Mitarbeiter eben auch gefordert, immer wieder diesen Bedarf auch geäußert, dass sie eben viel mehr aus dem Homeoffice arbeiten wollen. In der Vergangenheit haben sich viele Führungskräfte quergestellt. Aus meiner Sicht ein massives Vertrauensthema einfach gewesen. So nach dem Motto, wenn die nicht vor Ort sind, dann kann ich das ja auch gar nicht kontrollieren und so. Und in dieser Zeit der Pandemie musste es ja irgendwie weitergehen. Und plötzlich war Homeoffice so schnell möglich, was vorher so für viele immer noch so undenkbar war, war dann die Lösung an vielen Stellen. Und plötzlich musste in Anführungsstrichen Vertrauen aufgebracht werden, wo es doch vorher so schwer fiel. Wie verändert sich denn im Hinblick darauf aus deiner Sicht das Thema Führung und wie gehen Führungskräfte heute damit um? Ganz extrem, denn die Personalführung wird sich wirklich elementar ändern. Es muss wesentlich feinfühliger in der Personalführung vorangegangen werden, denn wir haben jetzt verschiedene Variablen. Wir haben auf der einen Seite Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sagen, nein, ich brauche diese Führung von oben. Ich brauche auch die Präsenz in dem Unternehmen, weil ich sonst, was weiß ich, vielleicht Schwierigkeiten mit Prokrastination habe und die Aufgaben nicht mehr wirklich so strukturieren kann. Und dann gibt es eine ganze Menge, die einfach die Freiheit des Homeoffice für sich entdeckt haben und auch die Möglichkeit zu sagen, wer sagt denn, dass ich jetzt gerade aktiv sein muss, wenn ich gerade physiologisch merke, dass ich gerade so einen kleinen Hänger habe und lieber gerade eine Pause machen würde und das selber zu entscheiden. So, und jetzt haben wir zwei Gruppen. Die einen, das sind die Befürworter des Homeoffice, die sagen, das ist die größte Entdeckung für mich, die es gibt. Und auf der anderen Seite die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sagen, nein, mir ist es wichtig, im Unternehmen auch mit den Kollegen zusammenzukommen. Und auf beide Gruppen dürfen sich die Führungspersönlichkeiten jetzt einstellen. So, und das funktioniert aber auch nicht nur rein rational über unseren Kopf, sondern das funktioniert einfach durch Menschlichkeit, durch Werte und vor allen Dingen durch Vorgehensweisen wie meinen Mitarbeitern zuzuhören, auf sie zuzugehen, mit ihnen zu reden, wie das Homeoffice ihnen gefällt, wie sie damit zurechtkommen etc. Also wesentlich mehr in den Dialog zu gehen, in die Kommunikation zu gehen und da ist ein Riesenbedarf auch für viele, viele Berater, Coaches und Trainer, da diese Kommunikation in den Unternehmen jetzt so aufzubauen, dass wir da wirklich sagen können, das ist hier jetzt eine menschliche Kommunikation, die trotzdem positiv auf den unternehmerischen Erfolg sich auswirkt. Ja, wir tauschen uns ja zu diesem Thema auch sonst gerne miteinander aus. Und ich erinnere mich an ein Beispiel, das du aufgebracht hattest im Zusammenhang mit dem Campus des Otto Groups. Magst du das vielleicht mal erzählen? Du meinst mit der Belegung momentan gerade. Also ich habe da jetzt nicht die aktuelle Zahl, aber es war so, dass ich, das muss ja jetzt 14 Tage gut her sein, da war tatsächlich also die Otto Group, die kennt ja jeder hier und der Campus ist ja bei uns in Hamburg und der Campus war tatsächlich zu 70% leer. Das heißt, es waren Riesenbüros, wo nur ganz wenige Mitarbeiter waren, weil ja ganz viele für sich das Homeoffice in dem Sinne für sich entdeckt haben. Wie gesagt, ich weiß jetzt aktuell nicht die Zahl, wie sich das entwickelt. Ich interessanterweise von einem Bekannten, der dort jetzt anfängt, also die haben sehr interessante Arbeitsmodelle dort, zum Beispiel nur 4-Tage-Woche und von den 4 Tagen sind 2 Tage präsent,
Präsenz und 2 Tage im Homeoffice. Also da tut sich wahnsinnig viel und ja, und das geht natürlich in dem Sinne nur, und dann sind wir wieder bei dem Thema Vertrauen, wenn ich meinen Mitarbeiter vertraue. Ne? Wenn ich so ein Urvertrauen habe, dass ich sage, kommt natürlich auch immer auf die Branche drauf an. Aber wenn es funktioniert und ich sagen kann, mich interessiert das Endergebnis, wann du das gemacht hast, ist letztendlich deine Sache, aber mich interessiert das Endergebnis, da ändert sich natürlich wahnsinnig viel. Aber wie gesagt, wir können das hier auch nicht verallgemeinern, weil wir haben natürlich so viele Branchen, gerade in der Verarbeitungsbranche, da ist die Präsenz notwendig. Also da muss man dann wieder andere Arbeitsmodelle entwickeln. Aber es ist ein extrem spannender Bereich gerade. Und ja, bin ich gespannt, was da alles noch so kommt. Ja, auf jeden Fall. Und wie du sagst, es wird sich ja sicherlich auch, werden sich neue Modelle entwickeln. Es wird vielleicht nicht zu diesem extremen alten alles vor Ort zurückkehren, aber es wird auch nicht so, dass es sein, dass es jetzt komplett alles nur noch von zu Hause ist. Also es wird neue Modelle geben. Spannend ist eben auch diese Veränderungen zu sehen, und gerade auch aus dem Immobilienkontext bekomme ich das auch mit, dass ja jetzt zum Beispiel auch CEOs haben das für sich teilweise erkannt, also das Management von Unternehmen auch zu sagen, hey, wir können hier auch eine Menge Geld einsparen, wenn wir nicht mehr so viel vor Ort machen müssen, also hier auch wirklich eine, ich sag jetzt mal, goldene Mitte zu finden, ein Stück weit neue Modelle zu entwickeln, und das verändert natürlich insgesamt auch den Markt, nicht nur das Thema im Bereich der Führung, sondern auch, wie wird in Zukunft auch mit Büros umgegangen und das schwappt wieder in Richtung Wirtschaft, Unternehmertum ja auch wieder auf andere Weise sozusagen auch wieder rein. Also ein sehr, sehr spannendes Thema zu beobachten, wie sich das in Zukunft auch weiterentwickelt, und du hast jetzt in diesem Zusammenhang ja auch sowas wie Werte, Dialog und Kommunikation angesprochen, und da gehen wir jetzt ganz stark auch nochmal in den Bereich der Unternehmensentwicklung, Kulturentwicklung rein. Was sind denn hier die wichtigen Faktoren aus deiner Sicht? Ja, gehen wir nochmal ganz kurz auf den Begriff des Homeoffice ein. Homeoffice bedeutet ja auch nicht ausschlaggebend, tatsächlich nur von zu Hause zu arbeiten. Das fand ich bei dieser Veranstaltung, wo ich war, so einen ganz interessanten Aspekt. Sondern Homeoffice, wer also wirklich rein aus dem Homeoffice arbeitet, kann ja auch bedeuten, dass jemand mal sagt, ich verabschiede mich mal für 4 Wochen zum Beispiel nach Madeira und arbeite dort im Homeoffice in Anführungsstrichen für mein Unternehmen. Denn wo ich letztendlich physisch bin, ist ja dann überhaupt gar keine, spielt ja gar kein Klavier in dem Sinne. Und das ist natürlich der große Vorteil im Zeitalter der Digitalisierung. Ja, und ansonsten, worauf zielte deine Frage jetzt konkret ab? Du hast wahrscheinlich da was im Kopf gehabt, wo du gerne hinlenken möchtest. Hilf mir da mal ein bisschen in die Richtung, Jasmin. Ja, es geht um das Thema Kulturentwicklung. Also es gibt ja unterschiedliche Kulturen in Unternehmen, und du hast ja vorhin auch von einer zum Beispiel guten Kultur gesprochen. Was macht denn eine gute Kultur letztlich dann aus? Also du hast jetzt zum Beispiel auch Dialog und Kommunikation erwähnt. Brauchen wir mehr davon? Brauchen wir eine Art einen anderen Dialog und Kommunikation? Oder worin genau macht sich das denn für dich aus deiner Sicht auch erlebbar? Was ist eine gute Kultur sozusagen? Ja, eine gute Kultur, da zählt in der Tat das, was du gerade schon sagtest, auch eine gute Kommunikation dazu. Da gilt es natürlich, das erstmal wieder zu definieren. Also eine gute Kommunikation ist für mich immer eine angstfreie Kommunikation. Das heißt, dass sich Mitarbeiter, aber auch Führungspersönlichkeiten verstanden fühlen, dass dort ein offener Austausch stattfinden kann, dass dort
ja, auf Werte geachtet wird, wie Respekt und Vertrauenswürdigkeit etc., so dass es dort wirklich ein Miteinander gibt in Unternehmen und nicht mehr ein Gegeneinander. Denn wenn wir uns daran erinnern, was das alleine für ein Energieverlust bei uns Menschen ja, hervorbringt, wenn wir uns nicht wohlfühlen in Unternehmen und ständig auch darauf achten, mit wem spreche ich was? Was darf ich sagen? Wie viel darf ich sagen? Je gelöster wir Menschen sind, umso kreativer werden wir auch, umso produktiver werden wir auch. Und das fließt natürlich letztendlich auch immer zurück in das Unternehmen, nämlich was den wirtschaftlichen Erfolg betrifft. Und das funktioniert, oder sagen wir mal so kleinere Unternehmen zeigen das ja schon recht eindrucksvoll, welche Power so ein Unternehmen entwickeln kann, wenn die Mitarbeiter sich wirklich als Team fühlen und dementsprechend auch vorangehen. So, und das heißt jetzt bitte nicht, dass wir hier alles durch die rosarote Brille sehen, sondern natürlich gibt es auch mal Konflikte, aber auch die Konflikte werden durch die Kommunikation gelöst und nicht durch ja, was es alles so gibt in Unternehmen, durch Sticheleien oder durch, ach, wir wissen ja, was da alles möglich ist in Unternehmen, um andere Kollegen auszugrenzen. Ja, absolut. Und du hast gerade davon gesprochen, angstfreie Kommunikation. Und ich finde, das ist ja auch ein Mega-Stichwort, auch in Richtung Fehlerkultur. Wie wird denn heute mit Fehlern umgegangen? Und gleich so ein bisschen ketzerisch gefragt, weil es ja im Kontext von New Work dann so in Richtung Tischkicker und Obstkörbe geht. Ist das denn überhaupt der richtige Ansatz? Kann man damit eben angstfreie Kommunikation bewirken? Oder was genau braucht es dann anstatt dessen? Ja, das ist ganz spannend, dass du das ansprichst. Also so diese ganzen Maßnahmen im Außen von wegen Obstkorb, kostenfreie Getränke, Tischkicker und so weiter, das zeigt so wunderbar, wie wir Menschen denken. Das ist so quasi das Erste, was uns eingefallen ist, wo wir gedacht haben, damit können wir unsere Mitarbeiter so extrinsisch motivieren. Und ganz ehrlich, wenn in dem Laden eine schlechte Stimmung ist, dann nützt auch ein Tischkicker nicht. Und da wird dann auch keiner spielen, sondern es geht letztendlich nicht um das Materielle, was ich dort in das Unternehmen einführe. Das können allenfalls extrinsische Goodies sein, aber es geht letztendlich immer um den Menschen, der bei mir im Unternehmen arbeitet und dass ich als Führungspersönlichkeit einfach auch weiß, wer ist denn dieser Mensch? So, und je größer ein Unternehmen ist, umso mehr breche ich das Ganze herunter, so dass ich verschiedene Führungspersönlichkeiten habe, die immer eine gewisse Anzahl an Mitarbeitern in dem Sinne führt, die sie auch gut überblicken kann, so dass ich einfach auch weiß, wie es den Mitarbeitern geht. Und ja, und das ist eigentlich letztendlich das große Geheimnis. Der Mensch möchte gesehen werden, der Mensch möchte beachtet werden und der Mensch möchte vor allen Dingen gewertschätzt werden. Und da muss ich nicht kein großes Geld in die Hand nehmen. Da muss ich dir einfach mal in die Augen gucken, Jasmin, und sagen: Guten Morgen, Jasmin, schön, dass du da bist. Ja, das wünschen sich zumindest ganz, ganz viele Mitarbeiter und ja, extrinsische Motivation, nächstes Stichwort, was du mir direkt zuspielst. Also Motivation ist ja immer wieder ein Aspekt, über den Führungskräfte gefühlt seit Jahrzehnten schon diskutieren und nachdenken, so nach dem Motto, wie motiviere ich denn meine Mitarbeiter? Und mein Eindruck ist der, es geht gar nicht um Motivation, denn das ist etwas, was aus meiner Sicht von innen kommt, sondern es geht ein Stück weit auch darum, wie gelingt es mir denn nicht zu demotivieren? Denn ich gehe mal davon aus, dass die Personaler ja vom Ursprung aus her nicht jemanden einstellen, wo sie im Vorstellungsgespräch schon den Eindruck haben, der ist total demotiviert, sondern der Mitarbeiter startet ja in dem Unternehmen in der Regel, so hoffe ich doch, mit einer intrinsischen Motivation und irgendwas scheint ja dann da stattzufinden, was dazu führt, dass diese Motivation irgendwie abbricht.
abbaut. Und was sind denn hier so die klassischen Fehler und dann gibt es noch diesen Mythos irgendwie, also oder diesen Aspekt, dass Führung auch immer wieder darauf schaut, wie bekomme ich noch qualifiziertere Mitarbeiter, aber eigentlich sind doch die Potenziale schon im Unternehmen vorhanden, oder nicht? Ja, da hast du recht. Ganz genau so ist es in ganz, ganz vielen Unternehmen, ne? Aber es hatte sich halt so eingeschlichen, wo auch jeder so das Stichwort Führungskräftemangel gehört hat oder kennt. Das ist so ein bisschen wie in den Telekommunikationsunternehmen, wo sich jeder darauf gestürzt hat, nur Neukunden zu gewinnen, anstatt mal zu sagen, Moment, vielleicht sollten wir unsere Bestandskunden mal pflegen und nicht nur ständig neue Kunden anwerben. Und genauso ist das in Unternehmen auch. Hier geht es darum, den Fokus oder ja, die Mitarbeiter, die Kollegen zu stärken, zu stützen, sie in dem Sinne auch, ihnen auch Mut zu machen, auch Fehler zu machen. Und ständig zu stärken, dass sie sich selbst im Unternehmen weiterentwickeln dürfen, können und sollen. Und dazu gehören nun mal auch Fehler, denn Fehler werden gemacht. Wir machen alle Fehler. Aber hier geht es ja darum, wie gehe ich mit den Fehlern um? Und da sind wir wieder bei der Unternehmensphilosophie, bei der Unternehmenskultur. Also wie gesagt, Führung bedeutet letztendlich, die Mitarbeiter des Unternehmens so zu unterstützen, dass sie ihr bestes Potenzial, ihre Persönlichkeit leben können. Und zwar dann wieder im Sinne des Unternehmens und natürlich auch für den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens. Ja, das hast du wunderbar gesagt und ich finde, das ist ein schönes Stichwort, um langsam zum Ende der Aufzeichnung zu kommen mit Blick auf die Zeit, um dann auch die Handzeichen aufzumachen und unseren Zuhörern auch die Gelegenheit zu geben, mit dazu zu kommen. Bevor wir abrunden, habe ich nochmal die Frage, gibt es einen wichtigen Aspekt, den ich möglicherweise nicht, nachdem ich nicht gefragt habe, den du noch mit hinzufügen möchtest? Und die zweite Frage, die direkt anschließt, ist, wenn weitere Fragen existieren, wie können die Zuhörer mit dir in den Austausch kommen? Ja, fangen wir mal mit der Nummer 2 an. Also in den Austausch könnt ihr am einfachsten wahrscheinlich über LinkedIn kommen oder direkt über die Website humanleader.de. Ansonsten bin ich eigentlich überall vertreten und versuche auch immer schnellstmöglichst zu antworten. Funktioniert nicht immer, aber ich bin dabei. Und ansonsten, was du vergessen hast, nö, das ist einfach ein so weitläufiges Thema, wo man auch merken wird, je tiefer man eintaucht, dass sich immer wieder neuer Informationsstoff entwickelt in dem Sinne. Im Endeffekt, wie gesagt, ist es ganz einfach. Die neue Führung bedeutet, Menschen, und das sind Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, nicht nur davon zu reden, sondern es einfach zu machen. Und das wird gesteuert über die ganz einfachen Werte, wie wir Menschen uns auch selber wünschen, wie wir miteinander umgehen und das mit den Mitarbeitern zu tun. Ja, wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank. Und an dieser Stelle nochmal der Hinweis, wer da weiter in diese Thematik einsteigen möchte, gerne auch nochmal eben auf die Seite www.jammerlappen-express.de zu gehen und sich eines der Werke in diesem Zusammenhang nochmal anzuschauen, also sowohl als zum Lesen als auch als Audioformat erhältlich, denn da nimmt Dirk Oliver Lange euch nicht nur auf eine Reise mit von der Jammerstadt über Nörgelhausen, Unfreundlichburg und Raurichheim nach Glückstadt, sondern geht eben auch auf dieses Thema Führung und was Führung ausmacht für den Erfolg im Detail auch darauf ein. Und insofern kann ich das wirklich sehr, sehr empfehlen, das vielleicht hier nochmal mit zu erwähnen. Und ja, vielen, vielen lieben Dank, lieber Dirk Oliver. Das war Dirk Oliver Lange mit Menschlichkeit in der Führung als Gast zu uns. Unserem Experten-Talk.